In Tel Aviv haben mehrere 10.000 Menschen gegen den rechtskonservativen Regierungschef Benjamin Netanyahu und einen befürchteten Umbau des Justizsystems in Israel demonstriert. Nach Medienberichten bemüht sich Netanyahu um ein Gesetz, mit dem das Parlament Entscheidungen des höchsten Gerichts aushebeln könnte. Damit will er demnach einer Strafverfolgung in mehreren Korruptionsfällen entgehen. Ich demonstriere hier gegen die Gesetze, die Bibi Netanyahu verabschieden will, um Israel von einem demokratischen Staat zu einer Art Diktatur wie in der Türkei oder Russland umzuformen, wo Beamte und Politiker über dem Gesetz stehen. Netanyahu, zurzeit in komplizierten Koalitionsverhandlungen, drohen in drei Fällen Anklagen. Die Vorwürfe lauten auf Bestechlichkeit, Betrug und Untreue. Es geht um den Verdacht der Beeinflussung von Medien und teure Geschenke befreundeter Milliardäre. Netanyahu streitet alle Vorwürfe ab.